Jesus sagt, für einen Hungerlohn verkauft ein Mensch seine Seele an Satan. 28. November 2018. Worte von Jesus an Schwester Claire. Gesprochen von Jackie. Ich danke dir, mächtiger Gott, dass du unserer Nation Gerechtigkeit widerfahren lässt. Bitte gib uns die Gabe der Fürbitte für alle Beteiligten. Amen. Ich habe ein paar Neuigkeiten von Carol gehört, bezüglich jenen, die über die Korruption in der Regierung ausgesagt haben, und mein Herz fing an zu beten. Kurz nachdem ich mit dem Abendmahl fertig war, begann Jesus zu sprechen. Ja, während wir sprechen, sind Intrigen und Korruption im Gange. Ich bitte euch, meine Leute, vereinigt eure Gebete mit den Gebeten meiner Mutter für eure Nation. Ihre Gebete sind ziemlich unsichtbar für euch, aber sie hallen wieder bis in die höchsten Himmel für eure Nation. Sie betet ununterbrochen für alle, die involviert sind. Und wenn ihr mit ihr betet, werden sie sogar noch verstärkt. Warum widersteht ihr mir, ihr Sturen und Eigensinnigen? Eure Herzen sind auf die religiösen Geister eurer Tage fixiert. Jene, die die Gnadenquelle meines Abendmahls, meiner Mutter und der großen Zeugenwolke verschlossen haben. Wollt ihr in dieser Ignoranz weitermachen oder werdet ihr ohne Gift und Selbstgerechtigkeit in euren Herzen zu mir kommen und das empfangen, was ich euch in den Schriften gegeben habe, um eure Leistungsfähigkeit auf dieser Erde zu erhöhen? Ich habe es satt zu hören, dass dieses Gefäß getäuscht sei. Was ist mit der Wahrheit geschehen, von der ihr jahrelang Zeugnis abgelegt habt? Nichts an ihr hat sich verändert. Ihr seid es, die sich verändert haben, weil eure falschen Glaubensüberzeugungen in Frage gestellt wurden. Ich bin gekommen, um euch von der Zwangsjacke der Religion zu befreien. Und ihr besteht darauf, sie anzubehalten. Nun gut, dann werde ich euch in euren Zwangsjacken stecken lassen, bis ihr hungrig werdet nach der Wahrheit. Durchsucht die Schriften, nicht das Internet, um zu verstehen, was ich euch gegeben habe. Wenn ihr euch fortwährend auf die Meinungen der Menschen verlässt, werdet ihr auch in den Religionen der Menschen leben und nicht in meiner. Mit jenen von euch, die diese Wahrheiten angenommen haben, ich möchte voranschreiten. Ich möchte, dass ihr alles habt, was ihr braucht, um in Freiheit und mit Macht agieren zu können, durch meinen Geist, der in euch lebt. Ihr habt es gut gemacht, ihr wart treu, ihr seid herangewachsen und ihr habt die süßen Früchte probiert, die von ignoranten Menschen vor langer Zeit versteckt wurden. Sie gehören nun euch und ihr seid besser ausgerüstet für den Kampf. Bringt euch das nicht eine große Freude? Könnt ihr die Freiheit fühlen, die mit der Wahrheit kommt, die durch euch arbeitet? Trotz den Intrigen in dieser Nation bin ich immer noch mit ihr. Sie hat sich entschieden, mir zu folgen und deshalb stärke ich sie. Sie wird aus der Trübsalzeit hervorgehen mit einem herrlichen Zepter in ihrer Hand und sie wird mit Gerechtigkeit und Fairness über viele Nationen regieren. Ihr habt die Dunkelheit gesehen, die diese Nation umschlossen und übernommen hat. Jetzt werdet ihr den Triumph des Lichtes sehen. Dies ist kein einfacher Weg, da gibt es Verluste, Schmerzen und Leiden für jene, die die Wahrheit hochhalten. Wenn ich auch gelitten habe, hat am Ende doch die Herrlichkeit meines Vaters auf euch geleuchtet. Die ganze Welt beobachtet dich, Amerika.
Die ganze Welt hat die unschuldig Getöteten gesehen, genauso wie auch die Strafe aufgrund jener Betrüger. Dies hätte nicht umgesetzt werden können unter der vorherigen Administration. In jener Regierung rutschten Verbrechen unbemerkt, ungestraft und unangesprochen durch, so als ob sie gar nicht existierten. Und ist dies nicht die Art und Weise, wie die Stimmen der Wahrheit zum Schweigen gebracht werden? Bringt sie zum Schweigen und unterstützt die Übeltäter. Dieses Leben aber ist sehr kurz, und für einen Hungerlohn verkauft ein Mensch seine Seele an Satan, ohne die ewigen Konsequenzen zu erkennen. Ihr wart Teil dieses Zerfalls, aber es ist noch nicht zu spät. Ihr könnt zu mir zurückkehren und gegen diese Verbrechen aussagen und dadurch eure Seelen retten. Oder ihr könnt weiterhin die Verbrechen zudecken und den Unschuldigen die Schuld zuweisen. Eure Ewigkeit liegt vor euch. Wie werdet ihr euch entscheiden? Denkt ihr, dass Satan etwas Herrliches für euch vorbereitet hat? Wie könnt ihr euer Vertrauen in jemanden setzen, dessen Tätigkeiten unter den Menschen auf Lügen basieren? Kann irgendeine Wahrheit aus diesem Abwasserkanal hervorgehen? Dies wird in der Tat eure Belohnung sein, außer ihr tut Buße und kehrt um. Jene aber, die mit Gebet und Fasten reagiert haben, entsprechend ihrer Fähigkeiten, zu euch sage ich, bravo, ihr habt es gut gemacht, macht mit dieser Haltung weiter, haltet eure Herzen frei von den Sorgen dieser Welt während dieser Jahreszeit, die schon seit langem Schande über meine Geburt gebracht hat. Feiert mit Maß, Integrität und völliger Hingabe an mich und was meine Inkarnation vollbrachte, um euch von euren Sünden zu befreien. Sei liebevoll mit mir, meine Leute, mein Vater und ich, wir leiden schrecklich während dieser Zeit, nicht nur aufgrund der Gleichgültigkeit gegenüber der wahren Bedeutung von Weihnachten, sondern auch aufgrund der Gräueltaten, die während dieser Jahreszeit begangen werden. Verübt in Lust und Gewalt gegen die gehandelten Kinder dieser Welt. Betet für sie, wie schrecklich sie leiden. Adoptiert sie geistig in euren Herzen und tröstet sie. Dies ist das größte Geschenk, das ihr mir zu meiner Geburt machen könnt. Die Leben unschuldiger Kinder getröstet und ermutigt. Ihr fragt, und wie mache ich das? Bittet meine Mutter, sie euch im Geiste vorzustellen, und dann nehmt sie in eure Arme, während ihr von einem Tag zum anderen lebt. Opfert eure Unannehmlichkeiten, Krankheiten und Enttäuschungen für sie. Wenn euch erlaubt wird, sie zu sehen, tröstet sie in eurem Herzen und sagt ihnen Worte der ewigen Hoffnung. Dies wird mich unendlich erfreuen. Und beobachtet, ob ich diese Weihnachten nicht zur besten eures ganzen Lebens mache. Ich segne euch jetzt, meine Leute, jene, die auf dem Weg geschwankt haben, empfangt meinen Mut. Jene, die treu meinen Fußstapfen gefolgt sind, empfangt die zunehmende Liebe und Salbung, die ich auf euer Leben und auf das Leben eurer Familien gieße. Wandelt weiterhin mit mir, tröstet mich und meinen Vater. Tröstet, ja tröstet, denn wir sehen die Dinge, die ihr nicht mit ansehen müsst. Tröstet uns mit eurer Liebe, dies bedeutet mir so viel. Einige von euch werden sich fragen, nun, wie können wir Gott mit unserer Liebe trösten? Tretet ins Verweilgebet ein. Lasst den Heiligen Geist die Lieder auswählen, indem ihr eure Liederliste auf Zufallsmodus stellt. Er wird die Lieder auswählen.
Wenn ihr euch mit dem Herrn verbunden fühlt, schaltet die Musik aus und haltet ihn einfach in euren Armen oder haltet diese kleinen Kinder in euren Armen und streichelt sein Haar im Geiste. Tröstet ihn, er sehnt sich so nach eurem Trost. Und dies ist eine weitere Sache, die vor den Christen verborgen wurde. Die Tatsache, dass sie Gott in seinem Leiden trösten können. Diese falschen Argumente sollen euch aber nicht davon abhalten. Umarmt ihn und sagt ihm, wie sehr ihr ihn liebt. Streichelt sein Haar, weint mit ihm, haltet ihn an euer Herz und sagt ihm, wie sehr euch eure Sünden und die Sünden der ganzen Menschheit leid tun. An diesem Ort werdet ihr eine gewisse Süße erleben. Ihr Lieben, eine gewaltige Süße, wenn wir uns mit Gott verbinden, nicht nur in seiner Freude, sondern auch in seinem Leiden. Bittet ihn, euch an jenen Ort zu führen. Geht an jenen Ort und verbringt ein bisschen Zeit mit ihm. Der Herr segne euch alle, liebe Familie.